Museum der Erinnerungen ist der Titel des künstlerischen Diplomprojekts von Hanna Krenn. Das Werk versteht sich aber eher als Installation mit Zeitkomponente als ein geradliniges Stück. Ein Museumsdirektor hat die Erinnerungen anderer Menschen gesammelt und stellt diese nun in seinem kleinen Museum aus, um so die Zeit der Kindheit, die im Laufe der Jahre immer stärker verblasst, zu konservieren. Ziel ist es jedoch, durch die Präsentation von exemplarischen Erinnerungen das Publikum dazu zu bringen, sich einfach selbst zu erinnern und somit die Farbe der Schultüte, den Auszählreim aus dem Kindergarten und alle anderen schon fast vergessenen Dinge vor dem Verschwinden zu bewahren. An dieses emotionale Thema geht Krenn sehr gefühlvoll heran, was sie auch mit der Musikauswahl beweist. Instrumental ist das Concerto in G-Moll von Antonio Vivaldi für Oboe zu hören, mit dem Stück Only in Sleep von Erik Esenwalds für achtstimmigen Chor und Solo-Sopran, findet sich auch ein krönender Abschluss für diese kleine Zeitreise.